Riff. Ich hab keine Ahnung. Aber soll sie ruhig. Dafür nehmen wir... Ja... Ich muss mal gucken, was kommt denn noch so auf uns zu. Er hat keine Soldaten, er hat Mönche. Da kommt nicht wirklich was auf uns zu, ne? So gefahrentechnisch. Soll Warschel das mal machen. Sein 30 Kavallerie. Ich glaube, dass Warschel später dann auch Donner schießen lernt. Ah. Protect! Ach, das sind Bogenschützen, mach Mili. Können doch nichts. Reitet durch Nacht und Wind! Wow. Da haben sie ja ein paar vom Pferd gezogen gerade. Aber naja, Flame Cannon, rüber damit. Oh, nur hat so ein bisschen Schaden genommen, ne? Das tat ja jetzt nicht so gut. Und jetzt kommen meine Pferdis und machen sie alle platt. Na, Wriff, gefällt dir das? Da kann sie gar nichts gegen machen. Kriegt aber ordentlich... Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ah, Wind Dancer. Und da fliegen meine Pferde alle weg. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Retreat. Flüchtet. Okay, jetzt wirft er seinen noch stärksten vorhandenen in den Ring. Ja, dafür haben wir... Moment, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, wir werden jetzt mal strategisch. Denn ich nehme Rainer. Und dann wird man sehen. Rainer gegen Reitzack. So. Er wird nämlich seine Leute nach vorne stürmen, weil ich habe ja Magie, oh mein Gott. Ich gehe jetzt normal die Special Formation und gehe auf Retreat. Dann flüchten ja meine Einheiten nach hinten. Na ja, kommt, flüchtet ruhig, flüchtet. Oh, das wird so böse. Dann gehe ich mal auf Standby. Dann stehen sie hinten und mein Kommandeur ist natürlich frei. Und dann kann jederzeit was passieren. Klar, er greift mich jetzt direkt an, aber Wayne... So, jetzt sind seine Einheiten da und kurz bevor sie mir was antun können, packe ich mein Holy Shield raus. Und... Ja! Seht ihr das? So macht man das. Alle Einheiten des Gegners zerstört, ohne nur einen einzelnen Magier verloren zu haben. Und jetzt schicke ich meine Magier nach vorne. Und Reitzack beißt sich richtig in den Hintern. Da, 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 da. Mann, Mann, Mann. Das war ja mal wieder strategisch. Wo sind die? Bei der Hälfte jetzt, ne? Dann schicke ich noch einen Flame Cannon hinterher. Das ist wahrscheinlich der meistverwendete Zauber 2015 bei mir. Bam, Reitzack. Da hast du. So eine Feuerball. Und er flüchtet schon. Das war ihm zu viel. Das war ihm zu hoch. Das hat er nicht verstanden. Geh doch! Flüchte! Zurück in einen Mönchstempel. So, Myria. Den haben wir noch. Ja, da kann Manoa noch mal ein bisschen was reißen. Die hat's nötig. Klingt doof, ist aber so. I'll destroy them utterly. Da, da, da. Ja, da steht sie mit ihren Nullmann. Und muckt auch noch auf. Also ich denke, entweder macht sie eine Flame Cannon oder ein Holy Shield, um meine Einheiten zu dezimieren. Aber ich habe noch Resurrect. Dementsprechend stört mich das jetzt nicht. Ein paar Pfeile sollten jetzt kommen. Kommen da noch Pfeile? Komm. Hm?
So, da sind sie schon. Meine ungeliebten Bogenschützen. Wenn ich Glück habe, steht jetzt gerade links einer von ihr. Ja. Regroup. Machen wir es nochmal so rum. Jetzt passt es nämlich. Da brauche ich auch keinen Resurrected verschwenden. Weil die Einheiten kriegen das auch so hin. Ah, ist das schön. Da kann ich noch in Ruhe einen Schluck trinken. Ah. Ja, Myria, das war irgendwie nichts. Und sie flüchtet. Selbstverständlich flüchtet sie. Deploy. Garius ist noch übrig. Ist Manoa schon Level gestiegen? Nee, immer noch nicht. Ah, ist doof. Und Varschel? Varschel fehlt auch noch was für ein Level-Up. Dann schicke ich einmal Varschel in den Ring, der wird sich freuen. Na komm. Garius ist, glaube ich, auch so der einzige richtige Soldat gewesen, wenn man Leon auswählt als Hauptgeneral. Weil ja eigentlich die Soldatenklasse zu Highland gehört, hauptsächlich. Charge! Ich denke, Garius ist der übliche Sonic Boom-Typ. Werde ich jetzt einmal schneller meinen Zauber nutzen, die Flame Cannon, dann ist meine Kavallerie schon bei ihm. Und puff! Ach, er macht einen Crossflash direkt gegen mich. Ja, der knallt rein. Ich hoffe, meine Einheiten kriegen ein bisschen runter. Ey, der kriegt so wenig Schaden, mit dem gehe ich nicht ins Duell. Oder? Ah, ich weiß. Ah, jetzt hat er schon ganz schön viel Damage abbekommen. Ah komm, Varschel, das schaffst du. Enttäusch mich jetzt einfach nicht. Oh mein Gott. Ich fiebere. Ich fiebere. Varschel. Ja! Witness the strength of my conviction! 1, 2, 3, 4. Ja! Sauber! Eine 5er-Kombo. Instant gewonnen. Varschel hat mich nicht enttäuscht und er wird sicher jetzt auch ein Level steigen, weil er ein bisschen Erfahrung gekriegt hat. So möchte ich das immer sehen, Leute. Ich habe natürlich nie an ihm gezweifelt. Und wir haben auch nur Garius gefangen genommen. Also ist der Einzige, der wirklich auf die Kacke gehauen hat, der Varschel. Rainer ist ein Level gestiegen. Und Varschel natürlich. So, Garius geht als Gefangener zu Junon, weil er ein Hauptgeneral ist. Ja. Die sind ja jetzt noch weiter unterwegs zu dem Schloss. Wer läuft da hin? Gaul, Viper, Hagan, Fachillis. Oh mein Gott. Das kann ja was werden. Eieieiei. Ja, wir warten mal kurz ab, was da passiert. Was ist hier los? Habe ich hier zu viele Einheiten jetzt? Hier sind zwei. Enter. So, rein mit euch. Was ist denn los? Ach nee, ich wollte die losschicken, ne? Junon, Tyrus, Gulen, Iris und Ska. Und Sin hatte ich ja zum Haupttypi gemacht. Don't take. Armee direct. Und runter mit dir. Oder runter mit dir. So, jetzt mal gucken, was hier oben passiert. Ah, ich möchte nicht auf diese Einheit stoßen. Ich möchte nicht auf diese Einheit stoßen. Ich gehe mal kurz in die andere Richtung. Und wieder zurück. Ja, was könnt ihr mich nicht erzählen? Also, dass die paar Leute, die da jetzt alle aufgemischt haben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist doch Schwachsinn. Aber egal, jetzt kämpfe ich nochmal gegen die Leute und stürme direkt das Schloss. Hab natürlich schon ein bisschen an Kraft eingeboost.
durch die Konfrontation von vorn, aber man sieht, die haben alle keine Einheiten mehr. Und die Helf ist auch bei vielen angeschlagen. Das muss man überprüfen, ob das jetzt erfolgreich läuft oder nicht. Ich benutze erstmal wieder Manoa. Muss da so ein bisschen fies spielen. Um meinen Mangel an Einheiten zu kompensieren. Now loading. Dam dam da dam 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 dam. Dam. Ja, zum Sieg. Nö, nicht mit dir, du. So, ich habe halt noch 10 Bogenschützen, das ist jetzt echt nicht gut. Manoa ist auch nicht wirklich so der Charakter, der im Duell was reißen würde. Ich glaube, da würde Myria auch gewinnen. Aber ich versuche es wieder so... Ach, was machst du denn? Hör doch mal auf! So, regroup. Na, jetzt. Jetzt kann ich Standby machen. Jetzt stehen sie nämlich perfekt. Hat ich den Kampf schon mal gewonnen? Ich denke, sie wird flüchten. Soll sie sich das ruhig trauen? Ich krieg sie ja doch. Deprimierend. Ja, da wollte sie nicht mehr flüchten. Ja, ich meine, wohin auch, ne? Sie hat ja nichts mehr. Ja, Vriff kriegen wir natürlich auch tot. Was ist mit Varschel? Schicken wir den ins Duell? Ja, komm. Die kleine Magierin, die kriegst du im Duell sofort fertig. Kannst ja auch noch ein Level gebrauchen. So, direkt in den Kampf. Los, zeig mir, was du hast. Das beenden wir in einem Kampf, General zu General. Na. Ja, sie kommt ein bisschen ran hier jetzt vom Damage. Aber jetzt geht er wieder in den Ausrastmodus. Ja, sehr gut. Also im Duell stellt sich Varschel wirklich sehr gut an. Kann man nicht sagen. Applaus. Bitte klatschen Sie jetzt. Na, wie nimmst du jetzt? Reizack. Ja, also Varschel ist erstmal raus. Den können wir nicht mehr schicken. Manoa. Ach, ich weiß auch nicht. Rainer. Ich schick Duran. Ich mache einfach den Overkill jetzt. Immer hat er sich die Haare so schick gemacht, da muss er auch aufs Schlachtfeld. Ja, Breach. Und zum Gegner mit dem Pfeil an Einheiten hier. Wie geregelt die laufen können, ne? Wenn man denen das richtig sagt. Sehr schön. Was verpasse ich ihm? Sonic Boom oder Flame Cannon? Er kriegt eine Flame Cannon. Den Klassiker. Ist aber auch irgendwie doof, wenn eine Einheit beide Befehle hat. Flame Cannon und Sonic Boom. Aber er hat ganz schön Schaden gemacht mit dem Zauber, ne? Also ich glaube, das spielt auch immer eine Rolle, wie viel Power dahinter steht, ne? Und bei ihm war es jetzt 15. Weil wir haben ja schon Leute erlebt, die bei Flame Cannon nur 5 Power verbrauchen. Dafür kann man es nicht so schnell hintereinander machen. Aber den Kampf haben wir jetzt natürlich mit Bravour gelöst. Na komm, stipp jetzt. Wie er sich da noch Mühe geben muss, ne? Ja, geht doch. So, jetzt haben wir den auch gefangen genommen. Auch einer der Hauptgeneräle, der geht dann wieder zu Junon. Shia LaBeouf.